Dschungelwelt, ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Baloo der Bär. Bösewicht Chirkan, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt, lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd, ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Irgendwo im weiten Universum gibt es einen blauen, freundlichen Planeten, der mit seinem kleinen Partner Mond seit Millionen von Jahren die Sonne umkreist. Und dieser Planet ist unser Zuhause. Doch wir Menschen wohnen dort nicht allein. Ungezählte Arten von Pflanzen und Tieren teilen mit uns den Platz auf der Erde. Und genauso wie wir haben sie den Wunsch, in Ruhe und Frieden zu leben. Unter den Tieren gibt es Pflanzenfresser und es gibt Raubtiere, die andere Tiere jagen, um zu überleben. So hat es die Natur bestimmt. Und da die Tiere dem Gesetz der Natur gehorchen, blieb das Leben auf der Erde über Jahrtausende im Gleichgewicht. Erst der Mensch brachte durch seinen Übermut und seine Unmäßigkeit die Natur in Gefahr. Doch nun wird es höchste Zeit, dass wir Menschen die Natur und den Dschungel achten lernen, so wie sie es verdienen. Da hast du wohl recht, mein Liebling, aber ich glaube kaum, dass Mowgli das schon versteht. Er schläft. Er hält ganz ruhig und friedlich seinen Mittagsschlaf, mitten im tiefsten Dschungel. Er ahnt noch nichts von den Gefahren, die ihn hier umgeben. Mowgli wird sicher ein Freund des Dschungels, wenn er groß ist. Er wird bestimmt genauso wie seine Eltern für die Erhaltung der Natur kämpfen. Komm, lass uns am besten die Wasser- und Bodenproben nehmen, solange der Kleine noch ruhig ist. Und nun träumen wir schönes, Mowgli. Ach, die Luft und das Wasser sind so wunderbar klar hier draußen. Ich rieche Menschen. Menschenfleisch. Vorsicht, Vorsicht! Stehen! Hau bloß! Menschen! Ich hasse Menschen. Tabaki! Ich bin schon da. Ich rieche Menschen im Dschungel. Los, suche sie. Das ist gefährlich. Und gegen das Gesetz. Absolut gegen das Dschungelgesetz. Hier im Dschungel bin ich, Shere Khan, das Gesetz. Wie du meinst, Chef. Bin schon unterwegs. Ein Menschenjunges. Lass das mal sein. Wo kommst du her? Du ein blödes Kind. Das findest du wohl lustig. Los, geh brav nach Haus.
Nein. Jetzt gefälligst auf der Stelle das schreckliche Geplärre sein. Hä? Hey, das macht dir wohl Spaß, aber es könnte ganz schnell bitterer Ernst werden, wenn ich eine böse Schlange und gerade auf der Suche nach Abendbrot wäre. Von wegen böse und liebe Schlange. Wie? Du bist bloß lieb, weil du gerade gegessen hast. Ah, von wegen, Baloo. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich bescheuert bin. Ich kenne das Dschungelgesetz und ich mag Menschen aus Prinzip nicht. Ein richtiges Menschenjunges. Von so nah habe ich noch niemals eins gesehen. So was? Was für ein süßer kleiner Franz? Alle Tiere sind süß, solange sie noch klein sind. Aber das da wird ein Feind des Dschungels, wenn es erst mal groß ist. Da hast du leider recht. Seine Eltern werden ihn wohl schon vermissen. Wir bringen ihn besser zurück. Sonst kriegen wir noch Klar. Schwierigkeiten. Klasse Idee. Lass dich nicht aufhalten. Da, du kannst doch nicht einfach abhauen. Oh. Du, ich schenke ihn dir. Du kannst ihn gern behalten. Aber ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich suche jedenfalls erstmal Bagheera. Der weiß eine ganze Menge über diese komischen Tiere. Und wenn du ihn gefunden hast, kommst du gleich wieder her. Und schlaf mir unterwegs gefälligst nicht ein. Werd's versuchen. Oh. Ein Menschenkind. Das Kind. Wo ist denn das Kind? Mowgli! Mowgli! Mowgli, wo bist du? Liebling, Liebling, was ist denn? Ich hatte Mowgli zum Schlafen ins Zelt gelegt. Und nun ist er weg. Dann muss er weggelaufen sein. Nein. In den Dschungel. Ah. Tachchen, Bagheera, wirklich schön, dich zu sehen. Was willst du? Uns ist ein Menschenjunges zugelaufen. Ihr habt ein Menschenjunges hier im Dschungel gefunden? Stimmt, haargenau. Baloo passt drauf auf, aber wir sollten es ganz schnell wieder loswerden, bevor es uns noch Ärger macht. Und wir dachten, vielleicht weißt du einen Rat. Du meinst, weil ich von Menschen großgezogen wurde? Genau. Und außerdem, weil du ein guter Freund von uns allen bist. Das weiß hier schließlich jeder. Ich brauche keine Freunde. Hey, Bagheera! Denk an Shere Khan. Stimmt. Das Menschenjunge hat bereits angefangen, uns Ärger zu machen. Und was jetzt? Sucht seine Eltern, bevor Shere Khan sie findet und jagt sie aus unserem Dschungel. Aber was ist mit dem Kind? Ich hab was Wichtigeres vor. Also irgendwie ist das wohl nicht mein Tag heute. Das sieht nach Ärger aus. Da kommt Shere Khan. Menschenjunges, wach auf. Los, wach auf, wir müssen abhauen. Sofort. Wie sollen wir denn Mowgli hier bloß finden? Mowgli! 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 Wo bist du? Eine Hyäne. Mistvieh. Was hast du mit unserem Mowgli gemacht? Wo ist er? Antworte, los, antworte! Wo ist er? Weißt du, Tabaki, ich liebe die Menschenjagd. Wer ist da? Wenn du einen Menschen tötest, dann kommen 100 um ihn zu rächen. Ach, Bagheera! Und darum ist es für Raubtiere wie uns verboten, hier im Dschungel Menschen zu jagen. Du kennst doch das Dschungelgesetz. Oder etwa nicht?
Und du glaubst, das stört mich? Das wohl kaum. Darum will ich dich warnen. Du solltest besser Kaninchen jagen. Wie bitte? Shere Khan, die Menschen, die flüchten, die hauen einfach ab. Hey, wenn du mich aufhalten willst, komm runter und gebrauch deine Zähne und Krallen. Ach, die reinste Zeitverschwendung. Oh, eine Schlange, ich häng fest. Los, eine Liane, los, lauf weiter. Komm, hier lang. Beeil dich. Mensch, sind das lahme Viecher. Na schön. Ich rieche noch einen Menschen. Ein Junges. Ein Kind? Wo bleibt Shere Khan? Na, die Jagd war ihm wohl zu anstrengend. Da! Ein schwarzer Panther! Lass uns in Ruhe! Und ich habe mir solche Mühe gegeben. Das ist ein Menschenjunges. Was will das denn hier? Das wird sich wohl verlaufen haben. Es hat überhaupt keine Angst. Schau doch nur, wie es trinkt. Ganz genauso wie unsere beiden Kleinen. Es scheint aber sehr hungrig zu sein. Da hast du wohl recht. Das ist sicher Shere Khan. Das gibt Ärger. Bring die Jungen in die Höhle. Los, beeil dich! Ja. Ich rieche deutlich ein Menschenjunges. Gib's raus, es gehört mir. Hier ist nicht dein Jagdgebiet, Shere Khan. Verzieh dich! Du sollst mir gehorchen, gib's raus. Du kriegst es nicht. Na schön, dann hol ich's mir eben selber da raus. Los, gib mir den Menschen. Nein, niemals. Der Kleine gehört nun zu meiner Familie. Deine Familie? Hau ab, los. Und lass uns gefälligst in Ruhe. Ah, das wirst du noch bereuen. Und das wirst du teuer bezahlen. Das Menschenjunge gehört mir ganz allein. Ich gebe niemals auf. Meinst du wirklich, wir können ihn behalten? Du hast dich doch schon längst dafür entschieden, dass er bei uns bleibt. Oh ja, hab ich. Ihr wollt also, dass unser Rudel ein Menschenjunges adoptiert? Ein Mensch ist kein Wolf. Ein Menschenjunges macht uns sicher nichts als Ärger. Genau. Nichts als Ärger. Shere Khan, der Tiger, war hinter ihm her. Wahrscheinlich werden seine Eltern tot sein. Du weißt, was passiert, wenn wir uns nicht um ihn kümmern, Akela. Dann macht uns Shere Khan garantiert Ärger. Genau, am besten wir werfen das Kind in den Fluss. Ich schlage vor, wir treffen unsere Entscheidung streng nach dem Gesetz. Wie ihr ja alle wisst, braucht das Menschenjunge mindestens 2 Fürsprecher im Rudel, die neuen Eltern selbstverständlich ausgenommen, bevor wir darüber entscheiden können,
ob wir es als einen von uns akzeptieren. Wer bürgt für ihn? Ich höre. Oh, wie. Aha, wie ich sehe, ist mein kleiner Freund in Sicherheit. Schön. Und ich bin wirklich sehr gern bereit, mich für ihn zu verbürgen. Was? Ruhe bitte! Baloo ist ein guter Freund, denn er bringt unseren Jungen die Gesetze des Dschungels bei. Wir sollten uns in aller Ruhe anhören, was er uns zu sagen hat. Ich danke dir, Akela. So ein Menschenjunges ist ganz sicher keine Gefahr für uns. Das könnt ihr mir glauben. Genau wie unsere eigenen Jungen will es nur spielen. Wie ihr ganz deutlich seht, hat es weder Zähne noch Krallen. Es gibt wirklich keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Vielen Dank, Baloo. Also, ich bewundere offen gestanden seine Furchtlosigkeit. Aber ihr braucht noch einen zweiten Bürgen. Darf ich was sagen? Du, Bagheera? Ja, ich weiß. Genau genommen habe ich überhaupt kein Recht, auf dieser Versammlung zu sprechen. Aber euer Gesetz sagt, dass ihr das Leben eines Fremden gegen eine gute Mahlzeit eintauschen könnt. Da hast du recht, Bagheera. Was willst denn du mit dem Menschenjungen? Ich bin sicher, Baloo kümmert sich darum. Oder nicht, Baloo? Naja. Also damit ist das Menschenjunge von nun an ein Mitglied unseres Wolfsrudels. Ah. Wie oft soll ich es dir denn noch sagen? Du musst dich auf Bäumen festhalten. Du hast gut reden, Bagheera. Du hast schließlich diesen Krallen und ich nicht. Das ist nur eine Ausrede. Ich verplemper doch hier meine Zeit nicht für nichts und wieder nichts. Gut, mein Herr, kapiert. Dann übe ich eben allein. Nein, Mowgli, warte mal. Hey, warte! Was lachst du? Ich habe das Gefühl, Lehrer ist ein echt schwerer Beruf. Bilde dir doch bloß nicht ein, dass ich das hier freiwillig mache. Ach, tatsächlich? Es ist bloß, weil Mowgli so schrecklich gern wie ein Wolf werden will. Aha. Och. Nein, oh. Das geht doch wieder schief. Hilfe! Oh. Nein! Hey, gar nicht schlecht. Danke, Kar. Junge, du hast zu viel Schwung. Das geht sicher noch mal ins Auge. Danke, dass du mich gerettet hast. Pass doch endlich mal besser auf. Ja, warum übst du auch bloß so schwierige Sachen? Weil ich es meinem Vater versprochen habe. Ach, der gute Alexander. Ich habe versprochen, ich werde ein guter Wolf. Das ist doch kein Grund, sich den Hals zu brechen. Entschuldige. Bagheera. Nun schimpf doch nicht so. Bagheera brüllt bloß so rum, weil er sich um dich ernstlich Sorgen macht, Mowgli. Du spinnst wohl. Aber irgendwo hat er recht. Ich weiß. Und darum entschuldige ich mich. Tut mir leid. Hey, wo willst du denn nun schon wieder hin? Ich muss noch ein bisschen üben. Klar doch, versprochen ist versprochen. Guck mal da. Also los! Er versucht es ja schon wieder von der falschen Seite. Nun, er muss eben noch viel lernen. Hey, bleib stehen! Bleib stehen, du! Hey! Was machst du da? Du hast wohl noch nie einen Wolf nach erfolgreicher Jagd gesehen. Sag mal, was ist denn hier passiert? Und das soll der Sohn eines großen Helden sein? Einfach lächerlich. Halt die Klappe! Lass ihn auf! Bitte, der Älteste hört, ist der sicher sauer. Stinksauer! Oh, da kommt er schon! Opa! Bagheera! Hab ich euch nicht gesagt, dass ihr nicht miteinander streiten sollt? Das ist Lalas Schuld. Sie hat ihm den Hasen weggeschnappt.
Tja, das ist nun mal das Gesetz der Natur, dass grundsätzlich der Bessere die Beute bekommt. Du bist nicht besser! Nein! Schluss damit! Wie oft soll ich euch noch sagen, dass ihr nicht streiten sollt? Weißt du, ich will mich ja nicht einmischen, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass Mowgli beweist, dass er zum Rudel gehört. Allerhöchste Zeit. Du meinst eine Aufnahmeprüfung? Was? Ich soll eine Aufnahmeprüfung machen? Aber dafür hat Mowgli noch nicht genug geübt. Sie hat recht. Nun fang mir bloß nicht gleich an zu heulen. Ich muss das also ganz allein machen? Ach was, das hat ja keiner gesagt. Deine kleine Freundin macht selbstverständlich mit. Was, ich auch? Wenn Mowgli beweisen kann, dass er ein echter Wolf ist und du kannst das nicht, wäre das sicher ein riesiger Spaß. Opa, muss ich das denn? Ich denke, das kannst du nur selbst entscheiden. Na, was wird nun? Ich habe keine Wahl. Na, Mowgli? Warte mal. Ich mache die Prüfung an Moglis Stelle. Mowgli, du willst dich doch wohl nicht dein ganzes Leben hinter deinen Geschwistern verstecken. Nein, bestimmt nicht, aber... Hör mal, Mowgli. Hast du nicht versprochen, ein richtig guter Wolf zu werden? Mowgli! Na schön, dann mache ich's eben. Mhm. Also gut, ich mache die Prüfung. Ja, Mama? Du solltest schlafen, wenn du morgen jagen willst. Du, Mama, warum habe ich nicht größere Zähne und auch keine Krallen, so wie Sura und Akku? Weißt du, haben eigentlich die Hasen Krallen? Natürlich nicht, denn sie sind ja bloß Hasen. Und die Antilopen? Auch nicht. Und findest du es einfach, Tiere zu jagen, die keine Reißzähne und Krallen haben? Nein, Antilopen laufen schrecklich schnell und sind schwer zu fangen. Und Hasen hören dich schon von Weitem und schlagen lauter Haken, wenn sie weglaufen. Und Vögel haben ja ihre Flügel und Stinktiere stinken ganz entsetzlich. Obwohl diese Tiere keine Reißzähne und Krallen haben, haben sie doch nützliche Eigenschaften. Überleg doch mal, du hast sicher auch nützliche Eigenschaften. Du brauchst keine Zähne und Krallen, um überleben zu können. Keine Zähne und Krallen? Lass dir Zeit, du kannst es ja auch noch morgen herausfinden. Und selbst wenn du gegen Lala verlieren solltest, geht das Leben doch irgendwie weiter. Du bist nun mal als Menschenjunges auf die Welt gekommen und das kann keiner mehr ändern. Aber trotzdem bist und bleibst du doch immer Alexanders Sohn. Danke, Mama. Ihr habt mich also verstanden. Wenn die Sonne untergeht, müssen von euch beiden ohne fremde Hilfe je zwei Hasen und drei Vögel erlegt sein. Und dann wird ein für alle Mal feststehen, ob Mowgli ein Mitglied unserer Familie ist. Und nun lauft los! Viel Glück, Mowgli. Du schaffst es, Mowgli! Das ist ganz sicher, Mowgli. Du kannst überleben. Ohne Zähne und Krallen. Mist! Oh je, aber eigentlich hätte ich doch lieber Krallen. Weg. Ich kann's nicht. Ich lern's nie. Huch. Hey. Tja.
bloß noch ein kleines Häschen und ich bin fertig. Und dann fliegt der Menschenjunge endlich aus dem Rudel raus. Was sehen meine lieblichen Augen? Ein schwarzer Hase, den schnapp ich mir. Das hat keinen Zweck. Die Sonne geht unter. Akela! Akela! Was ist los, Sura? Was willst du hier? Lala ist drüben im Jagdrevier von Shirkan. Was? Das dumme Ding. Der Trick mit dem Ast ist gar nicht schlecht. Schade, dass du nicht eher drauf gekommen bist. Das schon, aber Mama hat recht gehabt, denn ich habe was gefunden, was nur ich ganz alleine kann. Das ist auch was wert. Hör mal, Mowgli, wenn sie dich tatsächlich bei den Wölfen rausschmeißen, kannst du auch gerne bei mir wohnen. Wirklich? Aber wie gesagt, nur, wenn die Wölfe dich rausschmeißen sollten. Oh, Bagheera! Guck mal da! Das ist Shirkan. Du hast keine Chance. Lala ist verloren. Nein, vielleicht doch noch nicht. Aber zieh ganz genau. Ja. Und ab. Lala, spring! Kann die denn nicht schwimmen? Sie ist doch wohl nicht ohnmächtig. Die Ärmste, ich hol sie raus. Halt durch, ich helfe dir! Mowgli! Und ich schwöre dir, ich kriege dich doch noch. Tut mir ehrlich leid, aber ich habe die Prüfung nicht bestanden. Da bist du aber auf dem Holzweg, denn wer sein Leben für ein anderes Familienmitglied riskiert, ist es wirklich wert, als mutiger Wolf ein für alle Mal zu uns zu gehören. Findet ihr das wirklich fair? Gib uns das Holz zurück, dann lassen wir dich auch in Ruhe. Nein, niemals. Mowgli hat nämlich mit dem Holz nach mir geschmissen. Das Ding ist immerhin sehr gefährlich und beweist doch eindeutig, dass man einem Menschen niemals trauen kann. Was hast du bloß gegen Mowgli? Was die Sache mit deinem Vater angeht, kann doch Mowgli nichts dafür. Mowgli ist und bleibt ein Mensch und er gehört nicht zu uns. So. Nun reicht's mir aber. Auf, Kinder! Nun hört ihr mir aber auf der Stelle auf mit diesem Blödsinn, sonst ruiniert sich Lala noch ihr wunderschönes Fell. Auch dein Vater hatte ein wunderbares Fell, genauso wie du. Mein Vater? Alle Wölfinnen im Rudel haben deinen Vater umworben. Ich habe ihn auch gemocht. Ach was, Fell? Unwichtig. Wölfe müssen mutig und stark sein und das ist alles. Das war dein Vater auch. Vermilion hat gegen meinen Mann gekämpft und er hat den Kampf verloren. Aber
Glaub mir, dein Vater ist ein wirklich mutiger Wolf gewesen und er hätte trotz der Niederlage im Rudel bleiben können. Wir Wölfe kämpfen nun mal darum, wer Anführer wird. Doch niemand würde je den Verlierer vertreiben. Aber er ist gegangen. Er konnte es ganz einfach nicht ertragen, sich einem Stärkeren zu beugen. Aber das ist auch ein Zeichen von Stärke. Warte mal. Lala, bringst du dies Holz bitte Mowgli zurück? Aber Mama! Was auch immer zwischen euch vorgefallen ist, du weißt genauso wie er, wie schlimm es ist, ohne Vater zu sein, der dich beschützt. Schade, dass mir Papa nicht mehr helfen kann. Also, Mowgli, du hältst ganz einfach den Atem an. Und dann... Das war ganz toll! Und Papa! Und nun bist du an der Reihe. Klar! Die Menschen nehmen lange Stöcke mit einer Schnur, um Fische zu fangen. Mit bloßen Händen sind sie einfach zu ungeschickt. Das weiß ich. Trotzdem, ich will dieses Menschenjunge wie meinen Sohn erziehen. Ich will's gleich nochmal versuchen. Du und dein Menschenjunge, so ein Schwachsinn. Tja, kann sein. Also... Obwohl du den Zweikampf gewonnen hast, willst du trotzdem nicht der Anführer des Wolfsrudels sein? Du bist irgendwie komisch. Vermilion kann gern der Boss werden, wenn er zurückkommt. Bis dahin bleibt Akela der Anführer. Ich habe damit keine Eile. Schade. Hey! Sag dir mal eins, bevor du einen Fisch fängst, musst du ihn beobachten und verstehen, wie er sich bewegt. Wenn du das kapiert hast, kannst sogar du Lama Vogelfische fangen. Nein! Hilfe! Oh. Es ist wirklich kaum zu glauben. Einem Menschen musst du aber auch die einfachsten Dinge zeigen. Du kennst dich ja mit Menschen hervorragend aus. Ach, ich habe bloß mal gesehen, wie ein Mann einem Kind auf diese Weise das Schwimmen beigebracht hat. Und das ist schon lange her. Papa! Guck mal, ich habe einen erwischt! Fang! Oh. Das macht gar nichts. Dann fange ich eben noch einen. Sag mal, Bagheera. Hättest du vielleicht Lust, Mowgli das Jagen beizubringen? Nun mach mal keine Witze. Weißt du, was du da sagst? Ich meine das ganz ernst. Was wird denn, wenn mir was zustößt? Ach, ich bin nicht gerade beliebt bei euch hier im Dschungel. Hinter meinem Rücken sagen alle, ich riech nach Mensch. Eben deshalb frage ich dich. Ich? Ja, ich kann noch so sehr versuchen, ihn zum Wolf zu erziehen. Aber er ist nun mal ein Mensch und daher braucht er dringend jemand, der ihn so unterrichtet, dass er auch wirklich was lernt. Also? Ich hielt es für das Allerbeste, dich zu fragen, weil du als Junges von einem Menschen großgezogen worden bist. Hey! Schakan! Bagheera! Psst, kein Mucks, Mowgli, halt die Luft an. Er muss ja nicht merken, wo du bist. Noch kannst du nicht mit ihm kämpfen. Wenn er dich jetzt findet, wird es für ihn ein Kinderspiel sein, dich in Stücke zu reißen. Kann sein. Aber denk doch an Vater. Tu ich ja. Dein Vater hat sein Leben für dich geopfert. Aber wenn du dich jetzt mit Shere Khan anlegst, dann hast du nicht den Hauch einer Chance. Dann wäre dein Vater umsonst gestorben und das wäre sicher nicht in seinem Sinn. Wir suchen jetzt ein Holz, das brauchst du statt Zähnen und Krallen.
Suchst du mit? Aber klar doch. Ich lass dich nicht allein. Versprochen ist versprochen. Oh, danke. Mir bloß überlegt, dass es langweilig ist, mit jemandem zu streiten, der sich noch nicht einmal wehren kann. Aber was haben wir denn getan? Ihr verschwindet jetzt auf der Stelle, alle beide. Warum denn? Wir haben nichts ausgefressen. Mama, warum willst du sie verjagen? Sie hat einfach ganz plötzlich gesagt, dass sie uns hier nicht mehr haben will. Ja, aber aus welchem Grund denn bloß? Es gibt für alles einen Grund. Und nun seht zu, dass ihr wegkommt. Ihr habt hier nichts mehr verloren. Sucht euch einen anderen Bau. Aber Mama... Mowgli, halt du dich da raus. Und ihr haut endlich ab. Ach, Mama... Los, verschwindet! Oder muss ich nachhelfen? Sie meint es ernst. Ich glaube, sie meint es tatsächlich ernst. Es ist wohl besser, wenn wir gehen. Aber Sura, Akru, wo wollt ihr denn hin? Mama, was hast du? Warum hast du die beiden denn nur weggejagt? Die beiden sind nun erwachsen und brauchen mich nicht mehr. Aber dass die zwei erwachsen sind, hat doch nichts damit zu tun, dass wir eine Familie sind. Das weiß ich, aber so ist das Gesetz. Wie mir unsere Späher berichtet haben, weiden im Moment mehr als 50 Büffel in unserem Jagdrevier. Ah. Zwar steht die Sonne noch hoch oben am Himmel, doch wir können nicht warten, bis es Nacht geworden ist. Es ist lange her, doch wer von euch ist bereit zur Jagd? Ich. Ich auch. Ja, ich auch. Ich mache mit. Ihr seid wohl falsch hier, denn das wird bestimmt keine Kaninchenjagd. Aber wir beide haben heute unseren ersten Hirsch erlegt. Hervorragend. Dann werdet ihr die Verfolger anführen. Und danach sind Sura und Akku erwachsen. Ich gratuliere. Die zwei erwachsen? Ich bin's auch. Weißt du, Mowgli, ich sage es dir ja nicht gerne, aber dies hier ist kein Kindergarten. Das weiß ich selber, aber ich bin auch schon sehr erwachsen. Mowgli, du setz dich sofort wieder hin. Hörst du das, Mowgli? Deine Mama ruft nach dir. Lala, hör auf damit! Puh, der ist sogar zum Hasenfangen zu blöd. Ich bin genauso ein Wolf wie die anderen und ich will auch mit jagen gehen. Mowgli! Ich bin ganz bestimmt auch schon erwachsen. Hör doch auf damit, Mowgli. Ich möchte bitte mitgehen. Na, wenn's denn sein muss. Dann gehe ich aber auch mit, Opa. Und wir werden ja sehen, wer der bessere Wolf von uns beiden ist. Lala und Mowgli bilden zusammen den Hinterhalt. Also, ihr beide wisst Bescheid. Das Junge in der Mitte und dann das dritte von rechts mit dem verwundeten Bein. Alles klar.
dann nichts wie los. Das ist deine Schuld, dass wir hier rumliegen müssen. Jetzt halt bloß die Luft an, es geht los. Das sehe ich selber. Ich habe ja schließlich Augen im Kopf. Soll eine Gasse bilden! Gasse bilden im Hinterhalt! Mogli und Lala, Gasse bilden! Warum jagen die denn bloß die Schwachen? Mogli, hast du nicht gehört? Wir sollen denen den Weg freimachen. Na gut, dann nehme ich den ganz Großen und dann wird keiner mehr behaupten können, dass ich nicht erwachsen bin. Mogli, lass das sein, das ist gefährlich, pass doch auf! Geht's dir besser, Mogli? Wo sind die Büffel? Deinetwegen sind uns alle Büffel entkommen. Tut die Wunde denn noch weh? Hä? Sei unbesorgt und geh jetzt lieber nach Haus. Warum sollte ich mir Sorgen machen? Aber ich nehme den Kleinen nie wieder mit auf die Jagd. Zäh! Nun sag mir mal, was du dir dabei gedacht hast. Das war gegen jede Regel. Ich wollte euch einfach zeigen, dass ich auch schon erwachsen bin. Aber nein, Mogli, glaub mir, du bist noch lange nicht erwachsen. Nicht? Du bist anders als wir Wölfe, weißt du? Denn wenn du ein genauso dickes Fell hättest wie die anderen, dann wärst du von dem Bullen nie so schwer verletzt worden. Das ist gemein, wenn du sagst, ich habe kein Fell wie die anderen. Ich habe auch keine Krallen. Und meine Zähne sind auch viel zu klein. Da werde ich ja im Leben nicht groß. Und außerdem ist es meine Schuld, dass Sura und Akro noch nicht erwachsen sind. Alles meine Schuld. Sura und Akro hatten bei der Jagd kein Glück, weil ich mich wie ein Baby benommen habe. Die Armen. Aber ich werde es allen zeigen. Ich jage jetzt ein Riesentier. Ich warte einfach hier an der Tränke, da habe ich ganz sicher Erfolg. Hey! Wenn das nicht mein kleiner Freund Mogli ist? Los, hau ab! Du vertreibst mir ja alle Beutetiere, Tabaki. Ich kann dich hier nicht brauchen. Ich bin schwer verwundet. Ach, stell dich bloß nicht so an. Du bist mir hier nur im Weg. Los, verschwinde jetzt! Ich bin aber selbst auf der Jagd. Seit wann gehst du denn auf die Jagd? Oh, von Zeit zu Zeit. Ich lebe schließlich nicht nur von vergammeltem Fleisch, weißt du? Du bist unfair. Du bist einfach hinterlistig und gemein. Wenn du jagen willst, ist gar nichts unfair. Da gilt nur das Recht des Stärkeren. Oh. Na wartet, ihr werdet es schon zeigen. Nein! Da staunst du! Los, Vertier! Nein, lass mich in Ruhe, du! Und halt! Da daneben! Jetzt hau endlich ab! Angeschmiert! Nein, nicht schon wieder. Ja, und was jetzt? Tja. Oh, weh. Jetzt kannst du nur beten. Ah! Hey! Wie bitte? Was war das denn? Das hier ist ja wohl immer noch mein Jagdrevier.
Das muss eine Verwechslung sein. Ich wollte überhaupt nicht jagen. Danke, Bagheera. Hey, wie ich höre, hast du den anderen die Jagd versaut. Warst wohl ein bisschen voreilig. Mowgli, ist dir auch nichts passiert? Hm? Aha, da bist du ja. Ich habe Moglis Blut gerochen und wollte nach dem Rechten sehen. Aber wie ich sehe, hast du die ganze Zeit auf ihn aufgepasst. Nein, ich kam ganz zufällig vorbei. Ich habe für sowas keine Zeit. Aber warum bist du denn hier? Ja, weißt du, Mowgli ist ja irgendwie noch nicht richtig erwachsen. Und ich bin ein verantwortungsvoller Lehrer. Hast du eigentlich was abgekriegt? Na sowas? Lass dich bloß nicht so auf, Dicker. Durch deinen Unterricht ist Mowgli erst in Schwierigkeiten gekommen. Hast du ihm mal was vom Recht des Stärkeren erzählt? Was ist das Recht des Stärkeren? Ah, so ist das also. Die wichtigste Regel hat der Herr vergessen. Hör mir gut zu, Mowgli. Die wichtigste Regel der Natur heißt, schwaches Fleisch ist gutes Futter. Das bedeutet, dass die Starken immer die Schwachen jagen müssen. Ja, wenn du das so sagst. Lehrer ist doch ein anstrengender Beruf, was, Bagheera? Weißt du, Mowgli, es ist wichtig hier im Dschungel, dass wir nur die schwachen und kranken Tiere jagen. Nicht nur, weil die kranken Tiere eine leichte Beute sind. Die Schwachen müssen sterben, damit die Starken überleben. Und diese Starken werden sich vermehren und auch starke Kinder auf die Welt bringen. Tja, so ist das. Wenn du einen starken Büffel jagst statt eines Schwachen, dann wird der schwache Büffel sich vermehren. Glaubst du wirklich, seine schwachen Büffelkälber hätten hier im Dschungel eine Chance? Ja, ich weiß nicht. Ich glaub nicht. Dann hätten wir keine Beute mehr. Mit den Wölfen ist es genau das Gleiche. Wenn sie erwachsen sein wollen, müssen sie beweisen, dass sie allein überleben können. Nur wer für sich selbst sorgen kann, der wird auch überleben. Das stimmt. Diese Prüfung ist bei allen Tieren hier im Dschungel gleich, naja? So ist das Leben. Mowgli! Mowgli! Wo steckst du denn, Mowgli? Sura! Agro! Ich bin hier! Bin ich froh, dass dir nichts passiert ist. Wir haben uns Sorgen gemacht. Das ganze Rudel hat überall nach dir gesucht. Mowgli! Was? Du, Mama? Oh! Ich lauf gleich mal los und sag's Akela. Und ich sage es allen anderen. Sieht ganz so aus, als würden wir nicht mehr gebraucht. Du warst hier von Anfang an überflüssig. Du hast wohl was an der Mütze. Wäre ich nicht vorbeigekommen, gäb's kein Mowgli mehr. Hey, du suchst wohl unbedingt Streit mit mir, Streit was? Mit dir? Ich streit doch nicht mit alten Leuten. Wieso? Wer ist hier alt? Als wir noch jung waren, lang ist es her, weißt du das nicht mehr. Wenn du so weiter singst, vermiete ich dich an die Wiener Sängerknaben. Klar, zu Sopran. Ach, Mowgli, irgendwann einmal wirst auch du ganz allein auf eigenen Füßen stehen müssen. Bis dahin brauchst du eben viel Geduld. Ach. Na, wie geht's dem Patienten? Gut, also jedenfalls schon besser. Aber vor dem Kampf hätte ich nie für möglich gehalten, dass Sura so sauer werden kann. Was soll das heißen? Du bist genauso sauer geworden. Erzähl uns lieber mal, wie Mowgli sich fühlt. Den wird der Streit im Rudel doch sicher ziemlich mitgenommen haben. Um ehrlich zu sein, Mowgli geht's leider überhaupt nicht gut. Er hat sich entschlossen, das Rudel zu verlassen. Was? Er will weggehen? Aber dann müssen wir ihn zurückhalten. Ach, es ist schon alles in Ordnung. Wisst ihr, er braucht jetzt ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Er kommt in ein paar Tagen zurück. Das hoffe ich jedenfalls. Aber euch beide möchte ich um ein Versprechen bitten. Redet mit niemandem im Rudel darüber. Das würde die ganze Sache nur verschlimmern. Versprochen. Aber ich finde, dass ich trotzdem zu ihm gehen sollte. Besser nicht. Er muss mit der Sache allein fertig werden. Es ist gar nicht einfach, Probleme allein zu meistern. Für niemanden. Aber Mowgli wird sicher schaffen. Wenn wir ihm eine Chance dazu geben. Aha, so war das also. Das Kind ist wirklich bedauernswert. Ich habe als Lehrer völlig versagt. Den Vorwurf kannst du mir genauso machen. Er hat also geschrien und dich gekratzt und gebissen. Mir wird ganz schlecht bei dem Gedanken nach, wie elend ihm jetzt sein muss.
Baloo? Was ist? Ich habe eine Bitte. Hm? Weißt du, ich habe Luri versprochen, dass wir beide Mowgli nicht aus den Augen lassen werden. Was denn wir zwei? Aber Chill wäre sicher besser dafür geeignet. Klar, wenn Chill auf ihn aufpasst, kriegt Mowgli das ganz bestimmt niemals spitz. Genau. Und wenn Mowgli in Gefahr gerät, kann Chill uns benachrichtigen. Eine klasse Idee. Aha, da ist er ja. Der kleine Ausreißer. Damit habe ich mir meine Belohnung redlich verdient. Wo ist denn Baloo? Der ist wahrscheinlich hinter einer Antilope her. Aber wie ist es dir denn ergangen? Hast du Mowgli gesehen? Bevor ich antworte, würde mich interessieren, welche Qualitäten Baloo als Jäger hat. Er ist einfach unschlagbar. Baloo ist der tollste Jäger in der ganzen Gegend. Das höre ich gern. Also Mowgli geht es jedenfalls bestens. Na, das höre ich gern. Er kommt also ganz allein klar. Aber klar kommt der Kleine klar. Als ich ihn fand, hat er gerade mit einem Otter um die Wette gefischt. Und hat er wenigstens auch gewonnen? Na, selbstverständlich. Es fehlt ihm ja schließlich nichts. Er ist jung, gesund und kräftig. Was kann ihm da schon groß passieren? Scheint fast, als wäre ich doch ein prima Lehrer. Aber sicherheitshalber solltest du weiter auf ihn aufpassen. So war es ja auch abgemacht. Ich werde ihn im Auge behalten. Mach's gut. Ich verlasse mich drauf. Ist er denn bloß? Die Erde kann ihn doch wohl kaum verschluckt haben. Wird doch nicht im Dschungel sein. Ich werde erst mal landen. Was? Bist du in Ordnung, Junge? Keine Angst, warte. Warte, ich komme. Los, gib mir deine Hände, halt dich fest. Ich hol dich da raus, komm. Nein, ein Mensch, ein Mensch. Ich will aber nicht von einem bösen Menschen eingefangen werden, nein. Es wird ja alles gut, mein Kleiner. Ich möchte dir doch nur helfen. Geh weg. Au, das geht aber zu weit, du Miststück. So werden wir zwei niemals Freunde. Du hast Schmerzen, was? Na, gib mir deine Hände. Los, nein, halt dich fest! Sowas, das gibt's doch nicht. Los, komm! Warte, warte, gleich haben wir's geschafft. Oh, bloß noch ein kleines bisschen. Das wäre geschafft. Ui, ist das dick. Warte, ich werde mich sofort drum kümmern. So eine Pleite. Wenn er nicht am Fluss ist, weiß ich auch nicht mehr weiter. Ha, genau die richtige Temperatur. Na, dann wollen wir mal. Hm.
Also bei dem Gestank läuft dir garantiert kein Mädchen hinterher. Ja, das ist doch schon viel besser. Ach, Mama, das tut ja so gut. Der Kleine träumt sicher von zu Hause. Hallo, Mogli. Also langsam werde ich richtig nervös. Der Kleine kann doch nicht spurlos verschwunden sein. Mogli! Mogli! Hey, was soll das? Wenn du gesund werden willst, musst du deinen Fuß noch schonen. Was? Du musst erst mal was essen. Das ist Suppe. Wenn du ordentlich isst, wirst du schneller wieder gesund. Dir muss ja jemand ziemlich böse mitgespielt haben, dass du vor Menschen so große Angst hast, armer Junge. Stell dich nicht so an. Das ist lecker und garantiert nicht vergiftet. Nun iss schon, solange die Suppe noch heiß ist. Was will er nur? Was will der böse Mensch bloß von mir? So, nun wollen wir dich erst mal füttern. So was. Du bist ein ziemlich sturer Bock. Was, mein Kleiner? Du würdest gut zu meinen Enkelkindern passen. Na, aber wir werden schon noch gute Freunde werden. Da bin ich ganz sicher. Doch nun wird gegessen. Komm. Was willst du von mir, Mensch? Willst du mich töten? So, das wäre geschafft. Und nun wird brav gegessen, du bockiger kleiner Wildfang. Ein Löffel für den alten Bogi. So. Hey, das schmeckt ja gut. So was Tolles habe ich ja noch nie probiert. Merkwürdig, dass man so heiße Dinge essen kann. Na, wie schmeckt dir das Essen? Ich will mich ja nicht loben, aber ich denke, es ist gelungen. Bist du noch sauer, dass ich dich zu deinem Glück gezwungen habe? Na los, nimm noch ein Häppchen, Kleiner. Mensch, hast du einen Hunger? Hau ordentlich rein, Kleiner. Na, das ist ja wohl eine Riesenpleite. 2 Tage fliege ich jetzt schon hier vergeblich rum, doch ich kann und kann ihn nicht finden. Hoffentlich ist Mogli überhaupt noch am Leben. Jedenfalls muss ich Bericht erstatten. Muss es ja klappen. Und hey, das sieht doch schon gut aus, aber es wird Zeit, dass wir den Verband wechseln. Ich habe da ein Problem. Ich muss ein paar Dinge im Dorf besorgen und ich kann dich doch schlecht mit deinem kranken Fuß allein lassen. Andererseits aber kann ich dich ebenso wenig mitnehmen, denn dann würdest du wahrscheinlich an die bösen Jäger und Fallensteller geraten. Was denkst du? Was sollen wir da machen? Der Fuß.
freundlicher alter Mann hat genau dieselben Augen wie meine Mama. Aber irgendwie scheint er sich Sorgen zu machen. Da schleicht sich jemand an. Ich möchte dir das eine sagen. Und wenn du mich verstehen kannst, schreib dir es hinter die Ohren. Es gibt hier im Dschungel nämlich zwei Sorten von Menschen. Zum einen die Braven und Guten, die einfach in Frieden leben wollen und die keiner Fliege was zuleide tun, so wie wir. Aber dann gibt es leider auch die anderen. Sie morden und töten wahllos Menschen und Tiere einfach nur so zum Vergnügen. Böse Jäger und Fallensteller, die zum Beispiel tiefe Löcher graben, wie das, in dem ich dich gefunden habe. Schakale! Das sind Schakale auf der Jagd! Hey, was soll das denn? Ist das der Dank dafür, dass ich mir Sorgen um dich mache? Oh. Balu hat gesagt, dass sich Schakale nicht an die Dschungelgesetze halten. Sie sind blutrünstig und böse. Und sie töten Tiere wie Menschen, ohne Ausnahme. So. Na komm schon, Kleiner. So geht's. Toll. Ich nehme einfach den Stock als Bein. Klasse, du kapierst sehr schnell. Halt! Ihr und wir zwei, wir sind Brüder aus derselben Familie. Die Mistkerle halten sich tatsächlich nicht an das Dschungelgesetz. Wir sind verloren. Mowgli ist vor 3 Tagen verschwunden. Er hat unseren Dschungel ganz ohne Begleitung verlassen. Wir werden morgen früh aufbrechen, um unseren Bruder zu retten. Denn wie ihr alle wisst, gehört Mowgli zum Rudel. Er ist der Sohn von Luri und Alexander. Also morgen früh. Chill wird euch führen. Ich bleibe lieber noch einen Tag. Hab die ganze Nacht kein Auge zugemacht, vor lauter Sorge um dich. Jetzt, wo wir Freunde sind, kann ich dich ja schlecht allein lassen. Aber morgen packe ich endgültig meinen Kram und gehe ins Dorf zurück. Also nur, dass du Bescheid weißt. Was Bagheera jetzt wohl gerade macht. Und Mama und Agro und Sura. Ach, und mein guter alter Balu. Ob sie mich schon vergessen haben? Ach, Mama. Die Schakale, sie sind zurückgekommen. Verstehe. Du sagst, die Schakale sind zurück. Es sind mindestens 10.
Die gehen mir langsam auf die Nerven. Also zier dich nicht. Komm mit uns zurück. Bitte, Mowgli, komm doch zurück. Genau, sei uns bitte nicht mehr böse. Wir haben deinen Fehler gemacht. Ach, bitte, Mowgli. Ein richtiger Wolf, so wie wir. Ach, ach nee. Komm doch. Mowgli, bitte. Mowgli. Zu den Wölfen. Kein Wunder, dass er so gestunken hat. Dann mach's mal gut, mein kleiner Freund. Und pass gut auf dich auf. Meinst du mich? Natürlich, es besteht gar keine Veranlassung, Vermilion zu fragen. Denn du wirst unsere neue Anführerin. Das ist beschlossene Sache. Moment mal. Was heißt denn hier eigentlich beschlossene Sache? Du hattest mir doch versprochen, Vermilion hier zu holen. Nun hör mir doch erst mal zu, Mama. Ich war ja zunächst auch ganz erstaunt über Vermilions Vorschlag. Ich hab gedacht, ich höre nicht richtig. Das kann doch wohl nicht sein Ernst sein. Aber dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass er recht hat. Ein guter Anführer muss weise, mutig und tapfer sein. Und dass du all diese Tugenden besitzt, hast du uns ja schon bewiesen. Was spricht also noch dagegen? Oh, vieles. Vieles spricht dagegen, Mowgli. Erstens wäre ich mit dieser Aufgabe überfordert und zweitens bin ich nur eine Frau. Aber nach dem Gesetz darf doch auch eine Frau Anführerin werden. Was? Hundertprozentig. Du glaubst gar nicht, wie stolz ich wäre, wenn du Anführerin würdest. Und außerdem werden wir dir alle dabei helfen. Bitte, sag doch ja. Ach, Alexander, sei froh, dass du das nicht miterleben musst. Mich, deine arme, schwache Frau, haben sie zur Anführerin gemacht. Zur Anführerin über eine ganze Horde ungehobelter Wölfe. Aber wart's ab, ich werde ihnen schon zeigen, wer hier die Chefin ist. Wenn du mir vielleicht ein ganz klein bisschen dabei behilflich sein könntest. Ja.
Guten Tag, mein Freund. Wer bist du? Ich heiße Meshua. Sag mal, hat's dir die Sprache verschlagen? Meshua. Ich bin gerade beim Blumenpflücken gewesen. Sind sie nicht wunderschön? Meshua! Meshua! Hier bin ich, Opa! Ich habe dir doch gesagt, dass du dich nicht zu weit vom Lager entfernen sollst, mein Kind. Hier in der Gegend treiben sich noch immer wilde Schakale herum. Ach nee, mein kleiner Freund. Na, das ist ja wohl eine Riesenüberraschung. Und du stinkst schon wieder wie ein ganzes Wolfsrudel. Wie schön, dass ich dich noch mal wiedersehe. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue. Ich hoffe doch, dir geht es gut. Sag mal, Opa, ist das der fremde Junge, von dem du mir erzählt hast, der bei den wilden Tieren im Dschungel lebt? Ja, das ist er. Mein mutiger, kleiner Dschungelfreund. Ey, Kleiner, das hier ist meine Enkeltochter. Das Fräulein heißt Meshua und wollte mich begleiten. Da blieb mir keine andere Wahl, als sie mit mir in den Dschungel zu nehmen. Hast du nicht erzählt, Opa, dass der Junge unsere Sprache überhaupt nicht versteht? Ja, richtig. Das hatte ich ja vollkommen vergessen. Meshua. Was ist denn, Opa? Würdest du für unseren Freund einen Tee kochen? Aber natürlich. Meshua? Ja, genau. Meshua. Meshua. Oh. Mowgli. Meshua und Mowgli. Mowgli. Ist Mowgli dein Name? Oh, was sehe ich da? Du möchtest mir also zur Hand gehen. Na schön, du stapelst das Holz am besten mit schön großen Zwischenräumen auf den Haufen da hinten. Dann kommt genügend Luft dran und es wird schneller trocken. Genau so, du hast es kapiert. Die Menschen haben aber tierisch viel Werkzeug. Was das wohl wieder ist? Das Ding hier heißt Säge. Ein scharfes Blech mit Zähnen dran. Scharfes Blech mit Zähnen dran? Man sägt das Holz damit. Man sägt das Holz? Hey, Mowgli, hilf mir doch mal bitte. Ihr macht einfach Pause und quatscht bloß rum. Und ich schlepp mich hier ab. Warte, ich fass mit an. Na sowas. Guten Appetit, Mowgli. Nun greif schon zu, Mowgli. Das schmeckt gut. So heiß ist es auch wieder nicht. Es schmeckt wirklich ausgezeichnet. Sowas. Weißt du, Mowgli ist wahrscheinlich kein heißes Essen gewöhnt. Alle Menschen kochen ihr Essen. Nur die Tiere fressen alles roh. Mowgli mag zwar ein Mensch sein, aber er ist bei den Tieren im Dschungel groß geworden und deshalb sind ihm unsere Lebensgewohnheiten fremd. Ich möchte zu gern wissen, ob Mowgli für immer bei den Tieren im Dschungel bleiben will.
Los, greif ordentlich zu. Es ist genügend da. Denn hier bei uns ist noch jeder satt geworden. Sag mal Fluss. Sag mal Fluss. Gut. Sag Wasser. Wasser. Wolken. Wolken. Sag Himmel. Himmel. Und Blumen. Und Blumen. Rote Blumen sind wunderschön. Wunderschön. Stimmt. Schöne Blumen. Schöne Blumen. Tiger denn nur versteckt haben? Ich denke, dass sich der Kerl so lange verborgen hält, bis sich seine Fußspuren und sein Geruch in Wohlgefallen aufgelöst haben. Dann meint er es diesmal also tatsächlich ernst. Und ich bin sicher, dass Tabaki ihm diesen kleinen Tipp gegeben hat. Von allein wäre Shirkan da nie drauf gekommen. Du Bagheera, wie sieht eigentlich Akelas Plan aus? Sein Plan? Tja, gar nicht mal so schlecht. Shirkan wird eingekesselt. Wo denn? In einem engen Tal unten am Fluss, da, wo die vielen Eichen rumstehen, Mowgli. Ist das da, wo die goldenen Blumen blühen? Mhm. Kennst du die Stelle, Mowgli? Selbstverständlich. Das ist gar nicht weit von hier. Und warum da? Die Felsen in dem Tal sind so steil, dass da kein Tiger raufklettern kann. Wir werden Shirkan dorthin locken. Genau. Und dann wird das hübsche Tal von beiden Seiten abgeriegelt. Großartig! Ein super Schlachtplan! Fantastisch! Und wenn er in der Falle sitzt, werde ich die Büffelherde durch das Tal jagen. Eine tolle Idee. Ich bin dir gern dabei behilflich. Akko und ich hetzen auch gern. Das wird ein Spaß. Zusammen können wir mindestens 20 Büffel treiben. Auf in die Schlacht. Ich habe schon richtig Lampenfieber. Das wird unsere Entscheidungsschlacht. Und wir werden Shirkan besiegen. Der kann was erleben. Wir sind nicht von schlechten Eltern. Wir kämpfen um unser Leben. Gemeinsam. Mhm. Also schön, ich flitz noch mal los. Meinen scharfen Augen wird er nicht entgehen. Bis später. Jim. Wir haben ihn entdeckt. Er hockt brav in seiner Höhle in einem winzigen Tal am Fluss. Du hast Shirkan wirklich gefunden? Ka und Bagheera waren's. Die Stelle liegt ganz nah bei den Eichenbäumen. Was? Bei den Eichen? Besser konnte es doch gar nicht klappen. Die Schlacht findet morgen statt. Akela hat vorgeschlagen bei Sonnenaufgang. Ach, und Bagheera kommt nachher zum Bambushügel. Er wird dich von dort abholen. Also, dann mach's mal gut, Mowgli. Und halt die Ohren steif! Was ist denn hier los? Wer wagt es, mich zu stören? Mowgli, der Sohn von Alexander! Ich bin gekommen, um dich zu töten! Ich bin Akku, Alexanders Tochter! Und ich Sura, sein Sohn! Ach, rühren! Dein haarloser Affe und zwei Hunde! Dass ich nicht lache! Hey! Bist du jetzt völlig übergeschnappt, du kleiner Angeber? Nein, wartet! Wir drei bitten darum, dass wir ganz allein kämpfen dürfen. Ganz allein! Das verstehe ich. Dann soll es so sein. Kämpft für euren Vater! Na dann, auf geht's!
Übermut tut selten gut. Lass mich los! Das ist deine Chance! Nimm das Messer! Gerade dabei, die Büffel anzugreifen. Bist du sicher, es sind Hyänen? Sicher. Maki und ich haben gerade die Büffelherde beobachtet. Und als ich einen Moment nicht hinsah... Alle Wölfe, die zur zweiten Gruppe gehören, werden auf der Stelle zum Fluss runtergehen. Die erste Gruppe bleibt unterdessen hier und hält die Stellung. Alles klar? Alles klar. Folgt mir. Akela! Sofort auf damit! Wir müssen die Büffel und die Hähnen auseinandertreiben. Sie dürfen sie nicht töten. Ja! Ja! Ja!
Ist mit dir alles in Ordnung? Du bist es also. Komm rein und setz dich ein bisschen zu mir. Ich hab schon lange gemerkt, dass du mir die ganze Zeit über gefolgt bist. Und dass du es warst, der die Schakale vertrieben hat. Ja, ist das wahr? Ja, das ist wahr. Es ist mein Wunsch, dass du mich auf meinem letzten Weg begleitest. Was, du willst sterben? Wie kannst du nur so etwas Dummes sagen? Alle wollen, dass du noch recht lange am Leben bleibst. Das geht nicht, Mowgli. Ich weiß besser als kein anderer, wie es um mich steht. Ich kam hierher, um zu sterben. Ehrlich? Na schön. Ich... Also ich... Ich weiß auch nicht, ich kann vor lauter Tränen gar nicht richtig gucken. Nun reiß dich mal zusammen. Was soll das? Du bist doch ein Held. Reiß dich zusammen und heul uns hier nichts vor. Ich danke euch. Ich danke euch dafür, dass ihr mich bei euch aufgenommen habt. Ich hab's mir sehr lange und gründlich überlegt. Doch jetzt steht mein Entschluss wirklich endgültig fest. Ich werde zurück zu den Menschen gehen, so wie es mir Akila geraten hat. Pass auf, dass du es ja nicht überhörst, wenn dich die leise Stimme deines Herzens ruft. Das hat er zu mir gesagt und daran werde ich mich halten. Ich gehe nicht sehr gern. Und am liebsten würde ich für alle Zeiten hier bei euch bleiben. Aber wisst ihr, irgendwas sitzt ganz, ganz tief in mir drin, das mich unweigerlich zu den Menschen zurückzieht. Ich brauche nur an das Menschendorf zu denken, schon will ich hin. Versteht ihr das? Es brennt wie Feuer in mir, wenn ich nur an die Menschen denke. Ich renne einfach los, ohne weiter darüber nachzudenken. Und schon stehe ich wieder im Menschendorf. Aber genau das ist sie wahrscheinlich. Das ist die Stimme meines Herzens, von der mir Akela erzählt hat. Wir kriegen Besuch. Ach nee. Hey! Ich bin ja so froh, dass ihr mal wieder vorbeikommt. Hallo. Ricky. Das war's. Dschungelwelt, ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Baloo der Bär. Bösewicht Chirkan, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt, lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd, ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch.